Wohin jetzt? Ich weiß es nicht. Versuch's doch mal unten. Ja, und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 3 Drake's Deception. Wir sind hier in Frankreich, im Dschungel von Frankreich und suchen hier nach den Hinweisen zu Iram, dieser komischen Stadt, die wir suchen, wo viel Reichtum ist und etc. Moment. Okay, und wieder zurück. Wir sollen mal runtergehen. Und gucken, ob es hier... Sieh dir das an. Was zum Teufel? Er gehört zu Talbot. Gehört er. Das ist unmöglich, die kamen gerade erst. Ja, aber was ist mit ihm geschehen? Ich weiß es nicht, aber das gefällt mir verdammt nochmal gar nicht. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Hey, da, die Platten. Ist er beige? Ich bleib hier, damit ich nicht aus Versehen auf irgendwas trete. Gute Idee. Verdammt gute Idee. Guck mal ins Buch rein. Erwähnt Lawrence das vielleicht irgendwo? Ich sehe nach. Aha. Okay, viermal. Viermal das, dreimal das. Viermal das, zweimal das, dreimal das. Okay, 4, 3, 4, 2, 3. Oh, nee. Okay. Vielleicht musst du sie in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen. Ja, mache ich ja. Nee, so, warte. Nochmal. Es gibt eine Reihenfolge, Nate. Wenn du nämlich auf die richtigen Platten trittst, passiert etwas. Ja, das ist mir schon klar. Oh, Moment mal. Okay, ich hab's, glaube ich, raus. Nee, warte noch nicht. Moment. So. Jetzt dreimal X.
1. Moment. Danach kommt das. Dann viermal das. Vier. Was kommt dann? Dann wieder zweimal X. Und dann dreimal wieder das. Eins, zwei, drei. Und bam. Yes. Jawohl. Geheimtür. Ist es stockfinster? Machst du mal Licht? Klar. Ja, Sully, bitte mach mal Licht. Oh. Das sieht nach einem Labor aus, oder? Ja, das Zeug ist mindestens 400 Jahre alt. Hey, etwas mehr Licht, Sully. Okay. Ja, bitte. Dann seht ihr kaum was. Sehen die Zuschauer auch nicht. Die wollen ja auch was sehen. Oder ein Alchemistenlabor. Moment. Erinnert dich dieser Ort an etwas? Ja, und zwar an Marlows gruseliges Versteck. Sully. Sully, das ist John Dees Labor. Hier draußen? In Frankreich? Tja, er folgte den Hinweisen bis zu den Kreuzzügen, so wie Lawrence. Hey, sieh mal. Was denn, Sully? Schon wieder Sabeisch. Aber was sind das für Symbole? Er hat wohl an etwas gearbeitet. Hier ist so etwas wie eine Nachricht auf Henorisch. Kannst du es entschlüsseln? Es geht. Der Altar schützt den Eingang in die Unterwelt. Ah. Er hat ja mit Magie Geister beschworen. Ja, oder im Altar versteckt sich ein geheimer Weg, mein Junge. Oh, klar. Hilf mir schieben. Ja, das wird's wohl sein, Sully. Mach's hier mal einer an. Schlauer alter Mistkerl. Oh, danke. Nicht du, John Dee. Oh. Ach, du bist auch schlau. Und alt. Das stimmt. Aber das werfen wir nicht vor, Sully. Da haben wir's. Sully, gib mal Feuer. Ja. Ach, viel besser. Also irgendwann solltest du mal deine eigenen Streichhölzer bei dir haben. Wovon redest du? Wovon redest du, Sully? Oh, sieht aus, als wollten wir etwas draußen halten. Oder drin. Hier, hilf mir mal. Ich geh vor, ne? Scheint die Familienkopf zu sein. Dein Freund Godfrey müsste hier liegen. Mit etwas Glück. Wenn er etwas über das Atlantis der Wüste wusste, nahm er es mit ins Grab. Na, dann suchen wir das Grab. Genau. Mal sehen. Er wollte das wohl lösen, brachte es aber nicht zu Ende. Ja. Ah, okay. Das machen wir sofort. Von hier kommen wir, ne? Ja, alles klar. Gucken wir mal. Okay.
ist das? Eine Mittelalter-Spielshow? Echt raffiniert. Ja. Was gefunden? In diesen Kräften scheint er nicht zu liegen. Nein, nein. Sie haben sein Grab bestimmt versteckt. Such einfach weiter. Ja. Einen Moment. Alles klar. Horst muss das zweite sein und Adler muss da sein. Alles klar. So. Okay. Ja. Moment. Habe ich wieder was? Ja. Ich kann mir das eine nicht merken, egal. Die 2x da drüber, genau. Die Frage ist nur, müssen die hin? Steht das hier irgendwo? Also ist es ja klar, also die zwei haben wir jetzt. Horse und nein! Wir haben es genau falsch herum gemacht. Jetzt haben wir, hätten wir das schon mal. Das ist schon mal so richtig. Ne? Ja. Genau. Gibt das uns irgendwie Zeichen? Ich